Wir brauchen mehr Materialien als OER. Wir brauchen bessere Qualitätssicherung, bessere Auffindbarkeit, mehr Metadaten, mehr Rechtssicherheit. Wir brauchen eine geeignetere Arbeitsteilung zwischen den OER-Profis und den Lehrenden, die täglich Unterrichtsmaterial erstellen. Die OER-Klappe ist ein Vorschlag, mit dem all diese Punkte mit einer Klappe geschlagen werden können. Schaut man sich die Erstellung von Open Educational Resources einmal systematisch an, so stellt sich eigentlich nur eine Frage. Wer macht was? Mit wem? Wie? Wie gut? Und wer bezahlt das? Wir haben da mal was vorbereitet. Ich möchte meine Überlegungen mit einer Babyklappe beginnen. Eine Babyklappe ist ein Ort, erstens für Menschen, die ein Kind bekommen haben, die zweitens ihr Kind abgeben müssen, drittens, weil sie sich nicht mehr darum kümmern können oder wollen und viertens, von dem sie aber dennoch möchten, dass es weiterlebt. Nun ist das Thema Babyklappe ein höchst sensibles Thema, weil es um Leben und Tod, Verantwortung und Verzweiflung geht. OER ist natürlich nicht mit einem Baby vergleichbar. Aber die vier aufgezählten Punkte zur Babyklappe lassen sich nüchtern gesehen auf OER übertragen. Eine Babyklappe für Open Educational Resources wäre ein Ort, erstens für Menschen, die ein Material erschaffen haben, zweitens, die ihr Material abgeben wollen, drittens, weil sie sich nicht mehr darum kümmern können oder wollen und viertens, von dem sie aber dennoch möchten, dass es weiterlebt. Ich denke, der Begriff Babyklappe für OER ist für die weiteren Überlegungen nicht tauglich, weil er zu emotional besetzt ist. Man könnte stattdessen OER-Klappe oder OER-Briefkasten sagen. Eine solche OER-Klappe würde man online für alle zugänglich machen können, quasi ein digitaler Briefkasten. Schauen wir uns die vier erwähnten Schritte im Einzelnen an. Schritt 1. Das Material wird erschaffen. Lehrende erstellen andauernd Material, das ist quasi ihr Tagesgeschäft. Vieles davon ist vermutlich nicht komplett selbst erstellt, dann lässt es sich nicht ohne weiteres als OER freigeben. Aber es gibt einen nennenswerten Anteil, der eigenständig ist. Schritt 2. Das Material wird abgegeben. Nicht alles vom selbst erstellten Material kann und muss als OER weiterleben, aber in dieser Hinsicht gibt es deutlich Luft nach oben. Es geht nicht darum, dass ab morgen jeder Lehrende jedes Material freigibt. Bei Millionen von Lehrenden im deutschsprachigen Raum, die zig Millionen, vielleicht eher hunderte Millionen von Materialien pro Jahr erstellen, da reicht es ja schon, wenn wir uns Anteile im einstelligen Prozentbereich oder gar im Promillebereich vorstellen. Schritt 3. Jemand kann oder mag sich nicht mehr um das eigene Material kümmern. Wenn man Lehrende fragt, warum sie ein Material nicht für andere als OER freigeben, dann wird man verschiedene Antworten bekommen. Ein wichtiger Grund lautet, ich habe nicht die Zeit für den Zusatzaufwand, den die Aufbereitung kostet. Da geht es zum Beispiel um Aufwand für Verschönerung oder für Verschlagwortung, für Kategorisierung oder Sicherung der Lizenzierung. Ein anderer Grund lautet, ich will mich in Zukunft nicht weiter darum kümmern oder gar dafür verantworten müssen. Da geht es um etwaigen späteren Aufwand bei Nachfragen und Klärungen, unter anderem um die rechtliche Verantwortung für das Material. Denn verantwortlich ist immer derjenige, der veröffentlicht. Schritt 4. Man möchte, dass das Material dennoch weiterlebt. Es gibt andere Gründe. Bei der Idee der OER-Klappe geht es aber spezifisch um die Fälle, in denen die vorgenannten Gründe ausschlaggebend sind. Hier geht es also vor allem darum, dass man den Lehrenden den Zusatzaufwand und die Verantwortung abnehmen muss. Diese Lehrenden fänden es durchaus gut, wenn ihr Material weiterlebt. Sie wollen nur nicht selbst den zusätzlichen Aufwand betreiben müssen. Ein minimaler Aufwand wäre aber sicher häufiger machbar. Ein niedriger Aufwand könnte zum Beispiel sein, ein Material per E-Mail an eine zentrale Stelle schicken oder im Web per Formular in einen digitalen Briefkasten einwerfen. Was passiert nun, wenn etwas im OER-Briefkasten landet? Am anderen Ende sitzt ein Team von professionellen OER-Kümmerern. Ich nenne sie OER-Redakteure. Diese Redakteure übernehmen jetzt die Materialaufbereitung. Kümmern sich um alles, was noch notwendig ist. Material sichten, gegebenenfalls inhaltlich prüfen, gegebenenfalls optisch aufhübschen, Rechte prüfen, verschiedene Dateiformate daraus machen, Metadaten ergänzen und natürlich auch die Veröffentlichung und die Verbreitung.
Der Zusatzaufwand, der bei dieser Materialaufbereitung entsteht, ist nicht zu unterschätzen. Das ist keine kleine Sache. Ich halte vielmehr Schätzungen für realistisch, nachdem in vielen Fällen der Aufwand der Aufbereitung noch einmal genauso hoch ist wie der Aufwand für die Erstellung. Es geht aber nicht nur um den Aufwand, den die OER-Redakteure den Lehrenden abnehmen würden. Die OER-Klappe hätte vielmehr einige erwünschte Nebenwirkungen, die vielleicht noch wichtiger sind als die Frage nach dem Aufwand. Ein OER-Briefkasten wäre eine Maßnahme, die die viel diskutierten großen Fragen von OER quasi integriert mit beantworten würde. Dabei geht es um Auffindbarkeit, um Metadaten, Qualitätssicherung, korrekte Lizenzierung, Rechtssicherheit etc. etc. Darum kümmern sich ja die OER-Redakteure hinter dem OER-Briefkasten. Falls wir uns darauf einigen können, dass die Idee der OER-Klappe nicht grundsätzlich falsch ist, dann könnten wir jetzt über die Trägerschaft hinter einem solchen OER-Briefkasten nachdenken. Wer sitzt hinter dem OER-Briefkasten? Ist das eine ehrenamtliche Community, die sich selbst organisiert, oder sind es bezahlte Profis? Und wenn ja, wer bezahlt sie? Die öffentliche Hand oder ein Verlag oder ein Start-up? Dahinter stehen ganz viele grundsätzliche Fragen von OER. Community oder Staat oder Unternehmen, Graswurzel oder Zentralstelle, klein oder groß, allgemein oder fachspezifisch, regional, national oder gar international. All diese Punkte hängen mit einer solchen OER-Klappe zusammen. Der Aufwand für die OER-Redakteure hinter dem OER-Briefkasten ist zweifellos hoch. Wer dieses Argument ins Feld führt, kommt aber gleichzeitig nicht umhin anzuerkennen, dass es einen solchen Zusatzaufwand und auch eine Verantwortung für OER gibt, die man ohne OER-Klappe den Lehrenden aufbürdet. Ein OER-Briefkasten wäre aber nicht nur aus Gründen des Aufwands, also quasi aus ökonomischen Gründen, eine Erwägung wert, denn bei diesem Ansatz werden die großen qualitativen Fragen von OER gleich mitgedacht und mitgelöst. Auffindbarkeit, Qualitätssicherung, Metadaten, Rechtssicherheit etc. Und schließlich, ein OER-Briefkasten hat die Chance, in der großen Diskussion Community versus große Player, Zentrale versus Dezentrale, als eine Schnittstelle zu fungieren. Der OER-Briefkasten wäre eine Verbindung, die die Hoffnung auf Graswurzelaktivitäten mit den allgemeinen Ansprüchen an OER verbinden kann. Ganz schön große Überlegung für einen kleinen Briefkasten. Lass uns dazu diskutieren. Bis bald. Übrigens, die OER-Klappe wurde von einer kleinen Gruppe von engagierten Aktivisten bereits erprobt. Man findet sie auf bildungsmaterialspende.de. Meint ihr eigentlich das am Anfang mit dem Wortspiel? Das verstehen die Leute, dass ich sage, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen? Nein. Das versteht kein Mensch.